Abend. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie das Spiel mit mir, Wolf Fuß, und mit dem Haus- und Hofkritiker Hansi Küpper. Danke, Wolf. Ich hoffe, es wird ein toller Abend und die Jungs da draußen werden alles geben. Der Schiedsrichter ist fertig. Die Fans freuen sich auf das Spiel, auch wenn es letztlich nur ein Test ist. Ich wünsche mir auch im eigenen Interesse, dass die Anhänger nicht enttäuscht werden. Das verbale Vorgeplänkel hat ein Ende. Jetzt konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns diese Partie an Überraschungen so bietet. Befreiungsschlag. Vom Ball trennen. Weiter geht's in die gegnerische Hälfte. Jetzt ist die Chance da. Der Angriff galt nicht dem Ball. Klare Sache. Freistoß. Simonic. Versucht es rechts. Vorne. Wird das was? Ein Ball für den Torhüter. Gustav. Deutlich mehr Power im Zweikampfverhalten. Gustav. Und der Pass geht zurück. Andreas Ibersberger. Jetzt wieder in Ballbesitz. Und Flanke. Nochmal die Möglichkeit zum Flanken. Gustav. Nein, die Abwehr ist schneller. Jetzt die große Chance zum Konter. Gute Abwehrarbeit. Der Pfiff ertönt, es geht in die Kabinen. Pause. Sie konnten den Gegner in Schach halten, Hansi. Ja, das haben Sie gut gemacht. Schauen wir mal, ob Sie es auch in der zweiten Halbzeit durchhalten können. Nach 45 Minuten keine Tore, 0:0. Ich bin gespannt, was die Teams jetzt in Durchgang 2 verändern werden. In der ersten Halbzeit hat sich keine Mannschaft einen Vorteil erspielen können. Kein guter Versuch. Hier bietet sich die Chance zum Konter. Der Torhüter kommt mächtig ins Schwitzen. Ein klasse Tor! Kurz nach Wiederanpfiff. In Durchgang 2. Den ersten Ball hätten sie also versenkt. Und kraftvoll mit rechts getreten. So, das Spiel ist damit eröffnet. Wurde aber auch Zeit. Dieses taktische Geplänkel macht einen irre.
Da hat er klasse auf das Zuspiel reagiert, nicht wahr? Absolut. Da stimmte die Verständigung zwischen den Angreifern. Sie hatten eigentlich wenig zu befürchten, aber jetzt haben sie sich übertölpeln lassen. Das Tor dürfte eine herbe Enttäuschung sein. Das denke ich auch. Jetzt müssen sie alles dran setzen, den Ausgleich zu schaffen. Jetzt muss er zum Tor ziehen. Und nochmal. Der ist ihm irgendwie vom Schlappen gerutscht. Minuten in Durchgang 2 gespielt. Da muss was raus werden. Nicht gut geklärt. Dadurch nochmal die Chance. Das war ein Foul, gar keine Frage. Und jetzt aufgepasst. Eine Freistoßposition wie gemalt. Der Gegner darf jetzt kein weiteres Tor einfangen. Jetzt im 16-Meter-Raum. Er könnte ihn in die Mitte zirkeln. Jetzt muss er zum Tor ziehen. Jetzt nur nicht vertändeln. Eine gute Torchance. Ein Wahnsinnstor. Damit wird der Vorsprung noch größer. Absolute Weltklasse. Ich bin positiv überrascht. Sind die stark heute? Besser hätte er es wohl nicht machen können. Können Sie sich jetzt auf Ihrer Führung ausruhen, Hansi? Auch wenn Sie mit 2 Toren führen, müssen Sie bis zum Ende konzentriert weiterspielen. Er hat den Ball immer noch. Gustav. Schön zurückerobert. Geht da noch ein paar Meter. Fürs Erste kann er klären, aber jetzt gibt's Ecke. Eine Vorlage direkt vors Tor. Nicht zögern, handeln. Riesenchance von rechts da mal reinzuspielen. Gutes Auge für den Mitspieler. Da ist noch alles drin. Erneuter Ballbesitz. Eine weitere Chance. Was für ein Tempo er da vorlegt. Hier hat er exzellent geklärt. 2 Minuten gibt es als Zusatz. Will er den Torhüter prüfen? Der Ball ist drin, der absolute Wahnsinn! In der Nachspielzeit, der zweiten Halbzeit. Jetzt haben sie hier alles unter Kontrolle. Das war schon sein zweites Tor in diesem Spiel. Sowas nennt man absolute Topform. Und mit diesem Tor geht auch auf den Ring die Post ab. 0-3, so langsam wird's echt bitter. Das Spiel ist vorbei. So wie die da durchmarschiert sind, bestand von Anfang an überhaupt kein Zweifel, dass sie die Partie gewinnen würden. Was war deiner Meinung nach der entscheidende Faktor für ihren Sieg heute? Ich glaube, es war ihre Entschlossenheit, die ihnen zu ihrem heutigen Erfolg verholfen hat. Wir kommen langsam zum Ende unserer Übertragung am heutigen Abend. Danke, Hansi, dass du dich zu mir gesellt hast. Danke, Wolf. Was für ein Spiel. Und wir erwarten, Sie bei der nächsten Partie wieder begrüßen zu dürfen. Gute Nacht zusammen.